Hallo Leute zu Star Revenge, Night of Doom, ja blablabla, aber wir müssen die roten Mützen hier machen. Oh, das wird Santas Münzenjagd. What the fuck? Okay, wir müssen jetzt erstmal die 100 Münzen auch noch sammeln gleich. Aber auch gleich. Und die drei Münzen hier gibt es erstmal geschenkt eigentlich. Okay, nicht wirklich. So, erstmal hier in 16 und darunter geht es hier lang. So, ich sehe hier überhaupt nichts. Deswegen muss man hier etwas... Ne, ich sehe nichts. Wo bin ich? Okay, perfekt. Perfekt, meine Freunde. Du Drecksnigger. Das ist erstmal eine Scheiße. Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Meine Freunde, nein, nein. Ich sehe nichts. Nein! Meine Güte, ist das ein Scheiß. Das ist ja nicht so schwierig gemacht eigentlich. Dank diesem Feuer, ne? So, weg mit dir, du scheiß Feuer. Oh, komm. So, geh da hoch. Was? Wie kommt man da hoch wieder? Wie kommt man wieder hoch? Das ist jetzt eine Frage. Das ist jetzt die Frage der Zeit. So, wie kommt man da wieder? So, da... Hä? Das geht gar nicht. Kommt man da überhaupt wieder hoch oder nicht? Das ist wieder so ein Trick von Brodo da. Wir kommen da nicht mal hoch, oder? Hä? Was los? Boah, das ist so eine Rotze. Das ist eigentlich richtig blöd. Das ist eine blöde Sache, muss man so einfach so zugeben. Nee, da muss ich... Ich warte mal hier, lieber hier oben. Oh, perfekt. So, perfekt getan. Nee, der macht jetzt erstmal diesen... Nein. Ich sehe nichts. Weg mit dir, Alter, du. So. Ist mein 60 hier. So, wie komme ich da wieder hoch? So, wie komme ich da hoch, meine Güte? Perfekt. Wir sind wieder hier oben. Es hat eine Weile. Es hat eine Weile gedauert und wieso hat es jetzt hier kurz geleckt? Das kann ja passieren, wie Drogenschmuggler. So. Nee, hier nicht perfekt. Das ist nicht perfekt eigentlich. So, so ist es auch perfekt. Das passt schon eigentlich. Hä, was ist los? Warum? 5 Münzen haben wir wenigstens. Das ist schon mal eine gute Zahl. Wobei eigentlich nicht so richtig. So. Perfekto, Mari. Wir müssen sowieso jetzt hier die Münzen hier holen. Das sind 4 Münzen, glaube ich, hier. Stimmt's? Hier sind 4 Münzen. So, da ist er. Ne, dich will ich schon. Dich will ich schon, mein Freund. Ja, dich will ich. Ja, ich billig. Du bist nicht billig. Doch bist du wie deine Mama. So, komm, da geht der Wein. Nein! Warte mal, was war da nochmal? Da war doch noch irgendwas, oder? Das wollen wir mal sehen. Natürlich wollen wir das sehen. Aber da muss ich erstmal hoch, aber da... Okay, da ist so ein Schneehaufen. LOL! Da kann mich ja hier voll wegbouncen, Alter. Nein, 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 mein Freund, nein. Bring mich nicht um. So, mach, was du willst. Boah, ist das... Boah, ich will doch den nur in... ihn umbringen, um die Münzen zu nehmen. Was hat er eigentlich dagegen? Ist doch eigentlich fair. Boah, Junge, du bist doch ein Haufen von... Piep, 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 piep. Nee, ich zensiere nichts. Das ist unzensiert. Joker Gamer, unzensiert. Gebe deine Mude hier. Um 4, halb 4. So, Alter. Boah, das ist so blöd gemacht. Hä, warum? Warum bin ich jetzt runtergefallen? Ich glaube, ich war sogar am Ding. Wie heißt das? Nenn ich mal Plattform. Boah, das leckt ja wie verrückt hier. Das leckt wie verrückt, meine Freunde. Das kann er doch nicht machen. Also der Emulator kann es doch nicht machen, Alter. Perfekt. Nein. Ich glaube, ich brauche sogar die Münze. Ich weiß gar nicht, wie Brodo das hier ganze Zeit hier gemacht hat. Ob er sich hier erlaubt hat, also
ganz knappe Münzzahl so mache. Oder das ist einfach ganz chillig, millig. So wie ganz normal chillig. Natürlich außer dem Levelaufbau her. So, aber wir nehmen natürlich alles mit, was wir bekommen bis jetzt. So, perfekt. Das war die zweite Münze, das wissen wir. Es gibt ja 12 rote Münzen hier. Deswegen steht dann noch eine 0. Weil über 8 Münzen steht einfach eine 0. Fuck you. Fuck you. Wir haben das ja wenigstens. Wir haben die rote Münze wenigstens, oder? Boah, ist das ein Scheiß. Haben wir die, oder? Ja, wir haben die. Warte mal, ich habe hier vielleicht was gesehen, oder? Hier ist irgendwo ein... Ne, ich glaube, wir haben doch alle Sterne hier. Nur noch 2 fehlen und das ist ja... Wie ihr wisst... Der... 100 Münzstern. Boah, nicht so... Warte mal, ich versuche jetzt mal ganz wenig Leben zu verlieren. Und zwar, indem man so hingeht. Ne, das war perfekt. Das war eigentlich perfekter Winkel. Nur etwas... nach links lenken. Aber hä, wieso geht es nicht? Das war perfekt, aber ich habe losgelassen. Das war blöd. Das war scheiße. Und das war eigentlich knapp. Okay, ich sage eigentlich immer nur dasselbe eigentlich. Deswegen wird es auch etwas langweilig. Na komm, wir machen einfach 2 Leben verlieren. Egal. YOLO. Nee, nee. Ich krieg mal eh wieder 3 Leben. Man kommt jetzt sowieso... Ach, okay, wir haben eigentlich 8 Ding. Wir kommen eigentlich ohne Schaden da hoch. Das ist eigentlich ganz normal. Also wir treffen, lassen uns nicht von dieser Lava hier treffen. Wir machen es einfach so. Nicht so! Natürlich nicht so. So, Alter, ist da was drin oder so? Ja, da ist was drin. Da muss ich sogar ein Leben verschwenden. So, perfekt eigentlich. Perfekt. Wir haben 3... rote Münzen. Perfekto, Mari. Gib jetzt diese Münzen. Ist hier irgendwo noch eine rote Münze oder gibt's hier keine mehr? Warte mal, ich glaube hier oben ist noch was. Hä, was ist hier? Da ist eine Abkürzung gleich. Aber ich glaube, da gibt's eine rote Münze, ne? Die wusste ich gar nicht, die Abkürzung. Wie denn auch? Ich bin jetzt erst jetzt drauf gekommen, wo ich jetzt die rote Münze hier brauche. Ich glaube, hier war eine rote Münze, oder? Ich glaube schon. Boah, hier war eine rote Münze. Oder irre ich mich? Es kann eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, hier habe ich sogar eine rote Münze gesehen. Und der schubst mich da runter. Ohne sich zu schämen. Das ist doch eine Frechheit hier. Badabam! Nein! Homo. Dreckshomo. Boah, ich will doch hier nur durch. Ich will doch nur deinen König besiegen, ne? Mehr wollen wir doch gar nicht. Mehr will ich nicht, mein Freund. Ja, komm, was ist das für ein dünnes Ding, Alter? Alter, hä, wieso geht das nicht mehr? Wieso komme ich da nicht mehr hoch? Ne, das ist irgendwas. Alter, was ist das jetzt für eine Scheiße? Geh jetzt da drauf, Mann. Boah, ich rutsch da raus hier. Oh, Baby. Jawohl. So, komm, da geh ja hoch. Da ist eine rote Münze, oder? Ich hoffe es mal. Sonst sind wir hier umsonst lang gegangen. Boah, da ist eine rote Münze mit 100 zu dem Prozent. Nein, nicht runterfliegen. Nicht bei so vielen Münzen, Alter. Da ist eine. So, da muss man irgendwie hoch mit einem Dreifachsprung hier. Oh. Ne, warte mal. Ich kapiere das schon. Dreifachsprung und das hier. Perfekt. Jetzt muss man es nur gerade machen. Perfekt, das ist perfekt. Ja, okay. Es wird schwierig. Okay, wir haben es geschafft, aber das war eigentlich gar nicht mal so schwierig. Das war eigentlich machbar. Muss man schon so sagen, alles ist hier machbar.
Das ist noch auf dem machbaren Niveau. Unmöglich ist es jetzt nicht, aber ist schon schwierig. Hä? Wieso war ich jetzt schon... Ja. Invisible... Ding returns, ne? Bitch. Damit man hier nicht... so abkürzt, ne? Bro, da hast du dir aber einiges ausgedacht, ne? Boah, wie soll ich den überhaupt umbringen? Den kann ich gar nicht umbringen. Egal. Hier gibt es wieder Goombas. Und da kann ich wieder was zu Ding holen. Also perfekte Dinger. Okay, was für perfekte Dinger. Was laber ich, ne? Ich laber nur Bullshit eigentlich. Also hört mir nicht zu, ne? So, das brauchen wir noch. Aber den Bonbon können wir nehmen für die Münzen. Und da oben ist auch, glaube ich, eine rote Münze gewesen, oder? Wobei, wir können uns einfach... einfach auf die Lava schmeißen, also hier so. Dann ist man immer schon hier oben. Und da ist sogar eine rote Münze. Die haben wir ganz vergessen. Jawohl. Ist eigentlich gar nicht mal so schwierig. Krieg ich eigentlich locker hin. Aber ich mache natürlich Saves jetzt, weil ich keinen Bock habe wieder von. Ja, das ist eigentlich einfach. Das ist die erste. Wir haben die erste. Jetzt gibt es nur noch 7. Nur noch 7. Und wir sind schon über die Hälfte, oder? Warte mal, ich glaube, hier oben ist noch eine. Wobei, ich kann es mir eigentlich gar nicht mal so vorstellen. Aber die Münzen brauchen wir sicher. So. Ist hier noch was, oder? Nein. Ich glaube nicht, ich sehe jetzt nicht wirklich was. Hier ist auch nichts. Also, ich weiß schon mal ein bisschen von den ganzen Münzen her. Also ich kenne ja noch ein paar rote Münzen. Soweit ich weiß. Der Rest weiß ich nicht so. Ich kenne, glaube ich, so 3 rote Münzen noch. Wobei, ich kenne eigentlich 4, oder? 4. Ich glaube mal 4. 4, wie das PlayStation-Spiel, ne? So. Ne, das wird erstmal... das wird blöd. Warte mal, war eigentlich so gemacht, oder? Das muss man so machen, ungefähr. Perfekt. Perfekto Mordi. So, wie kriege ich das? Wie kriege ich diese Münze hier hin? Die Münze war irgendwie etwas schwierig. Oder war sie nicht schwierig? Warte mal, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir müssen wieder zurückspringen. Einfach zurückspringen. Ja, komm. Wir nehmen es an. Wir nehmen es an. Wir schaffen es eh wieder hier hoch. Das ist gar nicht mal so schwierig. Also, ich habe mich daran gewöhnt schon mal. Ist auch egal. Muss man so zugeben. Ist einfach egal. Machen wir einfach. Bevor wir hier 1000 Fels zerpuppen, mache ich einfach etwas mehr, ne? Boah, mach jetzt. So, das ging. Warte mal, okay. Mach das jetzt. Du Pisser. Passt doch. Wir sind hier oben. Okay, es dreht sich nicht mehr. Wieso dreht es sich nicht mehr? Lass hier, okay, so. Warte mal. Ich glaube, hier gab es noch irgendeine kranke Scheiße. Wenn wir eine vergessen haben sollten, dann sollte sie hier sein. Hier irgendwo. Aber hier kriegt man wieder 3 Münzen, also haben wir hier nichts verloren. Ich glaube, hier oben. Ja, genau hier. So, perfekt. Und Mali, wir brauchen den richtigen Winkel. So, muss man hier hoch. Einen Wandsprung machen. Boah, wie ging das? Warte mal, ich brauche den richtigen Winkel. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das ging. So, perfekt, oder? Das ist der perfekte Winkel. Das ist gar nicht mal der perfekte Winkel, Alter. Das ist nicht der perfekte Winkel. Ich glaube, das ist... nein. Das ist der perfekte Winkel, oder? Lass es doch den richtigen sein, einfach. Nee, oder? Das ist irgendwie perfekt. Der klingt... der klingt... der sieht irgendwie perfekt aus. Oh, ja, das ist der richtige. Meine Freunde, das ist der richtige. Dann machen wir das mal. Nee. Warte mal, das wird schwierig. Das wird schon schwierig. Es wird schon eine Weile dauern, bis ich das hinbekomme. Das ist schon eine Rotze. Das ist schon blöd gemacht. Aber wir haben es hinbekommen. Aber wir schaffen es nicht mehr wieder runter.
Also wir schaffen es nicht mehr dorthin, wo wir hingekommen sind. So, jetzt mach doch keine Schwachsinn, Mario. Warte mal. Ich will doch hier einen unterhaltsamen Part bringen. Und nicht sowas wie hier, mach das und dies und das. Hä? Okay, man muss auch perfekt timen. Das ist wieder so eine Rotze. Das ist wieder so Timing-Sache, ne? Man muss den Sprung auch etwas besser timen, also mit der Höhe sogar. Seht ihr aber selber. Aber ich kommentiere jetzt natürlich Miete. Das ist selbstverständlich. Wie taube Leute. Alter, komm. Das ist eine schwierige Stelle. Das ist schon so schwierig gemacht. Boah, ich will doch nur diese rote Münze und dann können wir hier weitermachen. Mit der Fail-Action. Das kann man doch nicht machen. Oder was sagt ihr dazu? Was soll man da machen? Das wäre perfekt. Schmeiß dich einfach nach oben. Und dann spring einfach runter. Und dann machst du, was du willst. Nee, ich muss... Das ist so böse gemacht. Das ist einfach böse gemacht. Das muss man zugeben. Selbst du, Bruder, du kannst es auch zugeben, dass es böse ist. Das ist so böse. Ah. Okay, ich höre auf damit, so blöd zu sein, ne? Ich mache echt nur Schwachsinn. Das kannst du mir glauben, mein Freund. Boah, ist das ein Liga. Boah, ich habe schon 46 Münzen. WTF? Wie habe ich so viele Münzen bekommen? Okay. Zum Glück habe ich hier nicht gesafe-stated, Alter. Das wäre mies. Das wäre schon mies. Hä? Was habe ich gemacht? Ich habe, glaube ich, gecheatet. Na. Ein bisschen gecheatet. Mach mal das nochmal, Alter. Ich will es nochmal. Hä? What the f... Ich glaube, hier ist eine unsichtbare Wand. Pff, Invisible Wall. Wieder Revenge. Pff, Das ist beschiss. Oh Mann. Gehst du mir auf den Sa... Oh, lol. Was zum Teufel, Alter? Nee, Alter. Das wird erstmal schwierig. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, meine Freunde. Ich hätte schon Angst, wenn er jetzt einfach so durchbackt. So, und zwar, wie kommen wir wieder da durch? Perfekt, oh Mari. So. Hä, okay. Das habe ich wieder mal nicht gesehen. Darauf habe ich auch gar nicht geachtet, würde ich mal so sagen. Auch. Ich wollte einfach nur darüber springen. Egal wie. Boah, ich glaube, ich kann sogar den Chuck hier umbringen, oder? Und dann die Münzen einkassieren. Ich muss es vielleicht sogar machen. Alter, welchen Hitbox hat diese Stange? Ich berühre sie, glaube ich, nicht mal. Nee, ich kann sie gar nicht berührt haben. Oh, Mann. Boah, ich hasse Feuer. Das bringt keine Münzen einfach. Das bringt keine Münzen. Ja, ich achte mal wieder mal auf das Geld, weil es wichtig ist. Ach so, so kommt das also. Das Bitch ist nur auf Geld stehen. Ich bin aber keine Bitch. Nein, ich bin nur Geldgeil. Nein. Oder? Boah. Etwas ohne Motivation. Ja, okay, ich kann es euch sagen. Also ich war nicht so richtig motiviert, den Party als aufzunehmen. Muss man auch zugeben. Als der Ding. SM64, Bro, wie ich mich nenne. Und ich habe Dünnschiss. Nein, habe ich nicht. Boah, Alter, was macht der? Boah, was ist das denn für eine Scheiße? Jetzt mach doch. Hä, wieso komme ich da nicht rein? Nee, da komme ich, glaube ich, nicht rein. Und da kommt die Scheißmeldung, die ich hasse. Nee, das ist beschiss.
Ne, ich komme da gar nicht rein. Egal. Wenn wir Münzen brauchen, wir wissen, wo hier der Chuck ist. Also der Chuck, ja. Wenn wir es nicht brauchen, dann ist es natürlich viel besser. Ist natürlich für mich auch besser. Lieber holen wir das genug mehr Geld als wir als weniger. Dass wir wenigstens den Stern bekommen. So, hier ist bestimmt eine rote Münze. War hier eine rote Münze oder? Ich glaube nicht, oder? Kann es sein oder nicht? Nein, hier ist keine. Okay, da brauche ich es ja gar nicht mehr zu machen. Perfekt. Wir haben eigentlich voll Leben und deswegen können wir es eigentlich auch hinnehmen, ne? Boah. Fast wieder ins Lava gefallen und dann wären wir gestorben. Das wollen wir natürlich nicht und ich will doch nicht sterben. Komm, jetzt verpiss dich, du scheiß Fliege. Ich meine natürlich nicht das Spiel. Ja, komm. Was machen die hier? So, ich glaube, hier hat meine rote Münze versteckt. So, wie asozial das hier aussieht. Pff. Wie soll ich da wieder rauskommen? Wollen die mich verarschen oder so? Ich glaube, ich weiß, wie das gemacht wird. Ich muss da rein. Ja, es wurde so wirklich so gemacht. Aber Münzen bekomme ich ja nicht hier genug, oder? Das ist jetzt kein Problem eigentlich, oder? Es sind 61 Münzen haben wir bis jetzt. Wir haben auch nie wirklich Lebensprobleme hier gehabt mit den Münzen, ja? Komm. Ich schieß dich tot. Es gibt hier noch irgendwas. Und zwar hier irgendwo so ein Tunnel. Da war irgendeine rote Münze. Erinnere ich mich noch. Was hier gleich? Boah, warten wir, bis die Bombe explodiert. Dann kriegt man noch eine Münze. Perfekt. So, da hoch. Nee, ich glaube, da links, da rechts war sie. Okay, perfekt. Nein, komm. Boah, das ist blöd gemacht. Das ist... Wobei, ist eigentlich gar nicht mal so blöd gemacht, wie ich immer denke, Alter. Perfekt, wir sind rausgekommen. Boah, das ist jetzt nur eine Sache, ob ich da wieder rauskomme, ne? Ob also wirklich rauskomme. Okay, perfekt. 70 Münzen. So, es gibt hier bestimmt noch irgendwas. Nicht dich. Dich will ich nicht. Ich meinte jetzt nicht mit... Es gibt hier vielleicht noch was. Und zwar meine ich hier irgendwas. Hier ist was drin, oder? Ist hier was drin? Ich glaube, ich habe hier eine rote Münze gesehen, oder? Nein, hier ist nichts. Okay. Damit kann ich leben. So, hier... Okay, wir nehmen lieber die Mario-Sicht. Hier ist auch gleich was. Perfekt. Drei Münzen für mich. Wäre natürlich immer Job gesehen. Oh, das ist viel besser gleich. Perfekt, wir haben die drei Münzen hier bekommen von denen. So. Hier runter geht's weiter. Ah, das Sniffet hier. Die heißen Sniffets. Ich weiß jetzt endlich, wie diese Schieße-Dinger heißen. Unser Sniffet. Habe ich vom guten Remco gewusst. Der die Thumbs hier auch noch macht. Einen schönen Gruß an dich, ne? Wenn er sich überhaupt anschaut, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Pff, da muss ich jetzt erstmal auch noch hin. Für die roten Münzen muss man hier alles machen. Aber das verstehe ich auch. Hätte ich auch in mein Heck gemacht. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich es auch gemacht. Also, da braucht man nicht zu babbeln. So. Ich will erstmal cheaten. Und das hättest du auch gemacht. Pff. Also, ich cheate hier gerne. Durch mein Leben. So. Boah, geh da hoch. Bitte halt dich fest, Mario. Bitte. Ja, okay, dann machen wir es einfach so ganz normal, ne? Boah, ich will da jetzt hoch. Geh da hin jetzt nach rechts. Boah, ist das eine Scheiße. Boah, wie soll ich mich da festhalten, Mann? Perfekt.
Zwar. Nein, no, no. Boah, ich muss mich hier so krass konzentrieren, Leute. Deswegen gibt es auch keine Unterhaltung hier. Keine so gute, meine ich jetzt. Boah, ich muss ja auch noch wieder zurück. Das wird erstmal ein Spaß. Das wird Spaß für die ganze Familie. Hier, das ist... Wieso macht man so ein Hack überhaupt? Hat man Depressionen in seinem Hirn? Oder... Ich weiß es nicht. Das ist einfach eine Rotze. Das quält einfach nur die anderen Leute. Au! Yeah, baby! Oh, Mann! Cheaten! Cheaten! Oh! Boah, ich hab so weit gecheatet. Also bis dorthin kommt man sicher. Bis dahin, das weiß ich. Bis hierhin kommt man sicher eigentlich. Hä, ich komm doch, ich war doch da sicher. Boah, nämlich fa. Ja, jetzt kommt er nochmal. Oh. Sogar Doppel-Cheat. Wir machen eine Doppel-Cheat. Egal. YOLO. Nein. Ich hasse das Wort eigentlich. Aber ich benutze es nur aus Ironie, meine Freunde. Boah. Hör jetzt auf, Mann. Lauf, Mann. Drück die Gun ab und ich schieße dein Gesicht ab. Part 8 und wir haben immer noch nichts geschafft. Wir sind weit eigentlich. Das passt schon. Okay. Ich kann es auch in zwei Teilen killen, aber das mache ich nicht gerne. Das wisst ihr. Aber das soll ja auch kein 1-Stunden-Part werden, ne? Boah. Boah, das wird erstmal blöd. Boah, geht doch da... Ach komm, dann cheat man nicht. Aber wenn ich nicht cheate, komme ich da überhaupt gar nicht hin, oder? Da brauche ich sogar noch mehr Fails. Boah, das ist so blöd. Das muss man einfach so sagen an dieser Stelle. Ja. Boah, das ist so blöd gemacht, Mann. Perfekt. So, geht auch hin. Da muss ich auch noch hin. Was? Ich konnte da Wandsprung machen. Komm, geh da. Ich muss jetzt irgendwie hier. So. Meine Fresse, ist das eine Scheiße. Boah, das ist das ist kopfig pur. Meine Freunde, das ist kopfig ohne Gleitcreme. Und das ist der Rotzhaufen. Nee, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Jawohl. Perfekt, wir haben es hierhin geschafft. Und hierhin zu schaffen, das reicht. Aus für mich. Fünfte Münze, noch 3 Stück. So, kommt man mit denen wenigstens bis dort rüber. Das wäre perfekt, meine Freunde. Das wäre so perfekt. Aber nein, kommt man nicht. Wobei, warte mal, wir können ihn etwas cheaten lassen. Komm rum, komm, mein Freund. So, wir fliegen wenigstens bis zur Hälfte ungefähr. Perfekt. Das passt schon. Eigentlich Zurückweg ist eigentlich gar kein Ding mehr. Doch, ist er. Das ist sogar, glaube ich, noch kürzer, oder? Das ist sogar noch knapper als Regenwasser in Kinshasa. Das war blöd. Ich hätte es eigentlich skillig machen können. Ich wollte es eigentlich gar nicht mal so machen. Es ist durch Zufall entstanden. Und das ist auch durch Zufall entstanden. So wie das. So wie das. Und das. Ja. Nur safe staten, meine Freunde. Nur. Ah! Boah, das ist so blöd. Wieso ist das so blöd gemacht, Alter? Wieso ist das so blöd gemacht? Perfekt. Der Typ hat doch eh nichts erreicht. Ich meine nicht dich, Bro, dude, ich meine... Diese Flammenwerfer! Die haben nichts erreicht in ihrem Leben.
Hey, ich kann, ich glaube, ich kann wieder cheaten. Ich nenne es cheaten, weil es cool ist. Ich fühle mich dann so bad. So bad. Komm! Jawohl. Und da geht's auch wieder gleich weiter mit dem Cheaten und perfektes Cheaten. Jawohl. Weg. Geh nach oben. Nee, nee, verpiss dich. Drecksteil. Ich glaube, selbst jetzt hier eigentlich als Cheaten natürlich. Perfekt. Jawohl. Es gibt hier noch. Warte mal. Wo sind die anderen zwei roten Münzen? Ich weiß eine noch. Eine weiß ich noch. Wo sind die anderen zwei? Ich könnte mir zwei noch vorstellen. Eine kann ich mir noch vorstellen, meine ich. Aber das glaube ich jetzt nicht wirklich. Oder? Ist er so krank, dass er hier unten eins versteckt? Ich glaube, da kommt man gar nicht mehr raus, oder? Ich muss rülpsen und wieso leckt es wieder? Warte mal, ich habe, glaube ich, eine gesehen. Ah, ich weiß jetzt, glaube ich, wo eine ist. Ich weiß, wo eine ist. Ich könnte es mir vermuten, und zwar... Ich glaube, den habe ich sogar als erstes geholt, den Stern, ja. Den Stern habe ich jetzt erst geholt, dort vielleicht. Nein, nicht umbringen, nicht kaputt machen, nein, Mario. Sonst müssen wir wieder, wie heißt es, Sachbeschädigung. Bekommen wir gleich wieder eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Und dann sind wieder 82 Münzen weg. Und das weißt du auch, mein Freund. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir machen keine Sachbeschädigung, Mario. Aber ich glaube, das reicht. Die Münzen reichen. 100 Münzen. Stern kriegt man eigentlich locker. Mach. Boah, 100 Münzstern kriegt man eigentlich locker. Weil es gibt dann auch dort einen blauen Münzschalter. Und der würde es uns alles ermöglichen. Der würde uns echt alles ermöglichen. Der wird alles perfekt machen. Er macht alles perfekt. Er macht es perfekt. Ja, komm. Da muss ich jetzt sogar schnell sein. Ich kann mir jetzt keine Zeit lassen beim Weg nehmen. Nein, nicht so, mein Freund. Nicht so machen, Mario. So nämlich. Und dann schnell. Ich hätte fast geschafft. Ich hätte nur eine Sekunde Ding gebraucht, um mich herzustellen. Aber das muss man so zugeben. Das ist echt nicht einfach. Da hast du echt gute Mühe gegeben, Bro. Das muss man so, muss man sich so sagen. Als fairer Mitspieler. Als Ehrenmann natürlich. Das muss man einfach so sagen, mein Freund. Oh. Das muss man wirklich so sagen, dass du dir hier Mühe gegeben hast. Aber das ist schon schwierig. Das sollte ja auch schwierig sein, hast du ja auch gesagt. Night of Doom ist ja auch so ein Titel, wo man sagt, oh mein Gott, ist das eine Rotze. Und dass du hast einen Titel gemacht, so ein SM64-Hack, wo man sagen muss, ist das eine Rotze. Aber nur wegen des Schwierigkeitsgrades, ne? Nicht wegen dem Spiel. Der Hack an sich ist eigentlich gut gemacht. So, hier lang. Nicht sterben, nicht sterben. Ich komme da locker hoch. Komme ich da locker rüber? Ohne ein Leben zu verlieren. Hahaha. Ja. Yeah. Komm ich, yo. So. Wir haben alles. Perfekt, meine Freunde. Wir haben 100 Münzen. Da ist noch eine. Rote Münze. Ich glaube, ich sollte ihn nicht schmeißen, oder? Weil wir brauchen das Geld vielleicht. Hier das Geld nämlich. Ja, wir brauchen das Geld. Wobei, ich könnte es mir auch einfach nicht so... Ich könnte es auch so machen, natürlich, aber... Wird natürlich nichts bringen, ne?
So, da gehen wir jetzt mal schnell hin. Boah, warte mal, ich habe eine Idee. Ich muss erstmal so viele Münzen wie möglich sammeln. Boah. Boah, lass den Stern hier geben. Nee, ich schaff das dann nicht. Ich sollte aufpassen, was ich mache hier. Boah, ich muss jetzt diese rote Münze bekommen. Egal wie viel es kostet, Mann. Das ist eine schwierige Münze. Wobei, wir machen es einfach uns leicht, ich Dummkopf. Wir holen diese Münzen hier. Heilen uns auf. Warten, lassen den Chucky hier sein. Und so. Perfekt. Hier können wir uns wieder aufheilen. Wo ist der Chucky hin? Hier. Perfekt, mein Freund. Boah, du scheiß Viech. Boah, perfekt. Nimm den Stern. Noch zwei rote Münzen. Ich sehe hier, glaube ich, hinten einen, oder? Ich sehe hier eine. Stirb einfach, du Scheißviech. Komme ich überhaupt wieder weg? Wo sehe ich hier eine? Komme ich da hoch? Kann auch sein, dass hier eine rote Münze ist oder so. Kann es sein oder nicht, mein Freund? Ich kann es mir vermuten, dass hier eine rote Münze ist. Aber ich will es jetzt nicht so vertrauen, ne? Wo war nochmal die andere rote Münze, was du meinst? Hier. Wie viel habe ich dann? 6. Und wo ist die andere? Hier ist gar keine. Ne, hier ist gar keine. Ich muss jetzt wieder etwas nach unten springen. Warte mal. Wir versuchen mal, alles das Bestmögliche von hier aus zu machen. Natürlich nicht alles möglich, meine Freunde. Wir müssen natürlich etwas denken. Natürlich denken wir nur das Positive. Wir kriegen es eigentlich hin, ein bisschen. Ich glaube, wir schaffen es sogar von hier aus, wieder runter zu springen, oder? Ne, das kriegt man gar nicht hin. So. Erstmal hier einen kleinen Safe State. Warte mal, muss man ein. Kann man hier vielleicht auch hier. Irgendwo hier unten noch ein. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, glaube ich, sogar, wo eins ist. Eine nächste rote Münze. Also, ich kann es mir so vorstellen. Okay, es wird. Ich muss wieder, glaube ich, nach unten springen. Das heißt, wieder hier runter. Ich glaube, hier ist sogar vielleicht sogar eine rote Münze. Wir schauen mal nach. Ich werde es wohl hier, glaube ich, schaffen. Packen gleich. So, das ist eigentlich gar nicht mal so schwierig, wie man so sagt. Man braucht eigentlich hier keine Safe-Sets. Weil man kann wieder hier hoch. Und wieder von vorne anfangen, ne? So. Perfekt. Habe ich hinbekommen.
So, jetzt hoffe ich mal, dass wir... Ist das hier irgendwo... Ist der... Der rote... Die rote Münze. Ich glaube, die war irgendwo anders, ne? Wenn die hier ist, dann Jogbüsel. Wenn die nicht ist, dann fick deine Oma. Ich glaube, die ist hier gar nicht. Aber ich glaube, ich habe sie hier gesehen, oder? Ne, hier ist sie nicht, aber... Wir waren hier schon mal. Jetzt muss er wieder dorthin und es wieder machen, Alter. Toll gemacht, ne? Ne, ich will da schon wenigstens ohne Verlust da reinkommen. Und ich will schon mindestens hier sein. Sonst zähle ich das nicht als wirklich. So, perfekt. Und mal, ich gehe da hoch einfach mit dem Baum. Der Baum hilft uns hier. So. Wenigstens sind wir wieder hier rausgekommen. Haben noch die ganzen roten Münzen. Mussten sowieso wieder hier runter. Okay, nicht hier hin runter vielleicht. Aber wir sind hier schon mal. Das ist doch nicht zum Heulen. Ich hab's auch im First Try geschafft. Was ist los mit dir, Mario? Es liegt nicht an mir, sondern an dir. Wie du deine Kohle verlierst. Ich glaube, ich weiß wie. Ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß sogar, wo die nächste ist. Die ist da hier ganz hinten, oder? Also das ist meine einzige Hoffnung. Ich könnte es mir jetzt auch so... Kann auch falsch sein. Aber ich glaube, es ist nur noch hier. Ich glaube, wir müssen erstmal hier entlang. Dann von hier aus dort entlang. Es kann hier nur sein. Hier ist schon eine, das wissen wir. Warte mal, wo ist dann der nächste? Da ist sie. Jawohl. Wir haben sie gefunden. Wir haben alle. Wir haben alle Motherfucker. Boah, komm. Das ist jetzt nur noch eine Rotze, da hinzukommen. So, jetzt lass dich teleportieren. Nein. Du Drecksteil. Boah, geh da hin, Alter. Ich will jetzt diesen... Okay, egal. Oh. So, jetzt muss er wieder sich hier so runter, aber... Das passt eigentlich. Jetzt müssen wir nur noch dorthin, wo wir wissen, wohin. Also, da schauen wir dann uns genauer hin. Und da ist der letzte rote Münze. Und dann haben wir endlich meinen Hassstellen, wo ich eigentlich mich so gefürchtet habe. Das hier zu machen eigentlich. Ich habe wirklich Angst gehabt, ich hatte keinen Bock mehr. Ich wollte eigentlich... Nee, abbrechen wollte ich es jetzt nicht, aber ich wollte es so unnötig in die Länge verziehen. Das muss man schon so sagen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Oder? Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Es macht eigentlich Spaß. Wieso habe ich mich davor gefürchtet, Alter? Und wieso überhaupt? Wieso fürchte ich mich vor ein Spiel? Okay, bei Horrorspielen ist was anderes, aber vor einem Mario-Spiel natürlich. Nein, nein, nein. Zum Glück habe ich hier gesaved, Alter. Bitte. Wir haben alle rote Münzen. Wir brauchen nur noch eine. Wir wissen alle, wo die sind. Die ist hier oben. Der Münzstein wissen wir auch, wo der hinkommt. Den haben wir ja schon mal gesehen. Der kommt dort bei den Lava-Dingern. Also hier gleich. Da links. Da rechts meine ich. Da rechts unten. Und perfekto, Mari. So, wir müssen eigentlich gar nicht mal so weit nach vorne. Ach komm, gehen wir einfach hier entlang. Meine Güte. Scheiß nicht drauf, weil ich brauche die Münze. Ich brauche das Leben. Sieben. Okay, sieben Leben war, glaube ich, auch nicht gar nicht mal so schlimm gewesen eigentlich.
Wir müssten nur zwei Dinger überleben, aber das ist natürlich blöd, ne? Also wenn dieser Nigger hier kommt, nämlich. Und zwar, wo ist das Ding? Okay, wie kommt man dorthin, bitte? Hä, wie kommt man dorthin? Das verstehe ich überhaupt nicht. Wobei, eigentlich schon. Wir brauchen aber Leben. Und es gibt ja nicht keine Münzen mehr. Fuck. Also ich muss das jetzt so machen. Ich muss das jetzt mit dem Jeet hier machen. Also mit diesem Ding hier. Das muss ich machen, sonst geht das nicht. Jetzt muss ich den perfekten Winkel abtragen. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm, glaube ich, oder? Ja, das ist gar nicht schlimm. So, perfekt. Wir haben hier Vollleben. Und zwar muss ich hier einfach mich hier in die Lava schmeißen. Nicht so, Mario, nicht. Mir ist es eigentlich egal, wie ihr das macht. Hauptsache, ich schaffe das natürlich. Aber ich will natürlich nicht das umsonst Leben verlieren. Ich weiß nicht, wie oft ich mich in Lava schmeißen muss, um diese rote Münze zu bekommen. Perfekt. So. Wohin komme ich hin? Ich darf nicht nach unten fliegen. Das ist wieder so ein Ding. Nein! So weit wie möglich gehen, ne? Ich muss dann wieder schnell nach oben. So. Von hier aus diesen Sprung hier machen. Wird nicht einfach, meine Freunde. Das habe ich auch nie behauptet. So. Hä? Okay, das wissen wir jetzt wenigstens, wie das geht hier. Das ist so blöd. Komm, geh nach vorne, geh nach vorne. Boah, was? Wieso macht er das? Wieso ändert sich die Sicht voll scheiße? Muss ich sie ernsthaft als letzte rote Münze holen? So kann es ja eigentlich gar nicht mal so schlecht enden. Das ist ja nicht die perfekte Sicht, um es zu holen. Es ist die perfekte Sicht. Diese Sicht hier. Perfekt. So, geht er hoch einfach. Oh, Baby. Egal. Jetzt wollen wir nur die Ruhe. Wir wollen nur das hier bekommen. Na, la, la. Mir egal, solange ich noch überlebe bis dorthin. Wobei, ich brauche hier wieder Leben. Ich brauche wieder Leben. Also, ich muss da schon überleben. Also, ich brauche da schon ein Leben. Oder sechs oder so, ne? Wie viele Leben waren das hier? Wie viele Leben brauchte ich bis dorthin, um da zu überleben? So, hier ist ja noch ein Chuck, ja. Boah, haben wir zum Glück den aufgehoben. Boah, was ist das jetzt? Boah, ich habe hier noch die blöde Sicht gehabt. Oh, hätte ich jetzt F5 gedrückt, Alter. Ich würde mich so umbringen. Ich habe fast F5 gedrückt. What the fuck? Jetzt kann ich den eigentlich umwerfen. Perfekt. So, jetzt kann man sogar zwei Dinge überleben. Perfekt, dass wir ihn aufgehoben haben, Alter. Sau geile Idee. So, wir haben den Stern sicher. So, es gibt nur noch eine Möglichkeit, die uns davor aufhalten würde. Und wir haben den Stern. 14 Sterne, Mofucker, wir haben es geschafft.
Meine Freunde, wir haben diese Welt durch. Meine Güte. So, wir suchen jetzt erstmal kurz die dritte Welt. Badem, badem. So, vierte, fünfte. Wo ist dann die dritte? Da ist die erste gewesen. Dann ist irgendwo hier die dritte. Irgendwas ist da. Sehe da ein Secret Star? Oder bilde ich mir das nur ein? Habe ich da ein... Nee, habe ich nicht. Ich habe es natürlich nur eingebildet. Das war eine Münze. So, wo ist die dritte Welt, Alter? Wie komme ich da hoch? Perfekt, nein. Was? Wir haben eine rote Münze. Boah, es gibt ja auch noch die roten Münzen hier. Oh Mann. Natürlich kümmern wir uns später darum. Aber warte mal. Ja, wo ist die dritte Welt, Alter? Ich weiß echt nicht, wo die dritte Welt ist. Vierte, fünfte. Sorry, Leute. Für diesen Huster. Sag ich mal. Wir schauen uns mal hier genauer um, Alter. Es gibt hier doch so einen Wegweiser. Warte, wir machen jetzt Safe State und dann schauen wir hier uns genau um. Dritte plus zweite Oberwelt. Okay, die ist hier. Die ist hier irgendwo. Aber wo ist die dritte Welt? Hier kann sie sein, oder? Aber wo ist die Shell? La 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 la, da ist die Shell. Das ist ja nicht cool gemacht mit den Welten hier. Das ist eine rote Münze. Wo ist die Shell? Ich kapiere es nicht wirklich. Hey, die dritte Welt ist hier. Da kommt ein Chuck hier raus. Was, wenn ich den umbringe? Bekomme ich nur Leben? Na, 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 na. Kapier ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo die dritte Welt sein soll. Schauen wir uns mal viel besser hier um, Alter. Es ist der Bowser. Und 20 Steine kann man zu den rein. Da, la, la. So. Boah, du Drecksteil. Boah, warte mal. Ich kapiere das immer noch nicht ganz. Wobei, willst du, lass mich eigentlich nicht umbringen. Dann bin ich eigentlich am Anfang zurück, oder? Egal, ich kann jetzt eh besser schauen. Ah, wir fangen hier gleich an. Okay, perfekt. Ich muss jetzt nicht mehr so denken, dass wir hier sind. Oh.
Sieht doch so schön aus hier. 3 plus 2 Overworld. Die muss hier oben sein, die dritte Welt. Aber ich kapiere nicht, wie ich die erreichen soll. Ah, ich weiß jetzt, glaube ich, wie. Ich muss jetzt hier da hoch. Und dafür brauche ich den Jacke, weil er viele Münzen bringt. Boah. Aber seit wann kann man denn hier reinbauen? Konnte man es in S64 auch machen? Wusste ich gar nicht. Man lernt immer wieder was dazu, ne, meine Freunde. So, geht da hoch einfach. Warte mal, warte mal, warte mal. Könnt ihr auch schlau machen. Eins, was ich gelernt habe, ist hier... Hier alles hier nachforschen. Den bestmöglichen Winkel dafür treffen und so weiter. Perfekt! Nein! Das kann man doch nicht machen. Das ist scheiße, das ist scheiße, das muss man so sagen. Das ist so scheiße. Nein, ich hätte es fast geschafft, ich hätte es fast geschafft. Ihr habt es gesehen, meine Freunde. Das ist so knapp. Das ist so fucking knapp. Meine Güte. Ist das eine Rotze? Okay, warte mal. Perfekt, wir sind drauf. Wir sind da. In der dritten Welt. La 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 la. Da ist irgendwas noch. Oder was ist da eigentlich? Da ist es mal Neptun, der Nigger. Zweite MS. Das heißt, wir sind hier richtig. Warte mal, das ist der zweite Bose, oder? Da ist bestimmt ein Stern. Da oben oder eine Schall. Bei der Schall kann man natürlich auch was machen. So. Ich sollte mich hier lieber mit der Spinne hier aufheilen. Hier gibt es natürlich nichts geschenkt. Wo ist die dritte Welt jetzt? Das ist die vierte, Mann. Willst du mir schon nicht erzählen, dass hier nicht die dritte Welt ist, oder? So, was ist hier eigentlich? Ich glaube, da ist noch eine rote Münze, oder? Boah, wir finden, glaube ich, heute noch die roten Münzen. Hey, das ist kein Treibsand oder so. Das ist mal cool gemacht von denen. Das ist gleich die zweite Welt. Dann ist das hier die dritte Welt, oder? Ab 15. Da kann ich aber noch nicht rein. Das ist dann die fünfte. Wo ist dann die dritte, Alter? Ich kapiere das nicht. Wurde die dritte ausgelassen oder so? Oder dass ich es weiß? Kann ich da überhaupt stehen? Okay, dann ist es kein Secret Star. Nur ein normaler Stern. Ich glaube, das ist die fünfte, oder? Warte mal. Mit der muss man irgendwas machen. Mit der kann man eigentlich zu Bowser. Kann man nicht. Wohin geht's hier lang? Ich will nur in die dritte Oberwelt. Das ist die dritte Welt. Perfekt. Hierhin wollte ich. So. Das ist aber auch ganz sicher die dritte Welt, oder? Ich glaube, hier nämlich ist noch irgendwas hier versteckt. Und da die dritte rote Münze. Ne, noch eine Shell. Wofür ist die jetzt?
Gibt's hier vielleicht einen Stern? Den kann man dann holen gleich. Nee, hier nicht. Aber hier, oder? Nee, hier erst recht nicht. Hier irgendwo. Hier müsste, wenn dann, ne, Stern sein. Komm schon, da muss ein Stern sein. Ich glaub daran. Ja, da ist irgendwas. Was hat es jetzt gemacht? Was habe ich jetzt mit dem Schalter gemacht? Wo ist der Schalter nochmal hier? Was bewirkt der eigentlich? Was bewirkt der? Boah! Was bewirkt der Schalter, Mann? Ich habe keine Ahnung, was der jetzt hier bewirkt. Ist er gut oder nicht? Ist er jetzt für den Stern wichtig oder nicht? Ich weiß es nicht. Soll ich später nachschauen oder so? Wir schauen uns mal hier später wirklich genauer um. Ich schaue mich noch hier ganz kurz um. Also was der Schalter hier macht, Mann. Irgendein Loch frei oder so. Ja. Hier irgendwas. Perfekt, dass wir es bekommen haben. Du Ficker! So, ich weiß wenigstens, dass es hier oben ist. Ne, ich brauche den Schalter noch. Die Shell noch. Jetzt habe ich es endlich herausgefunden. So. Wir machen hier noch den extra Stern hier. Gleich perfekt, Schockgesell. Natürlich Schockgesell. Boah. Ich bin falsch lang gegangen. Weiter links, oder? Ich muss so schnell wie möglich hier sein. Und zwar ficken wir den noch. Ich glaube hier, oder? Ja, hier. Ne, ich muss den bevor hier noch verlieren. Okay, den verliere ich danach. So, perfekt, oh Mari. So, verliere den einfach. So, seht, leckt mich. Es muss hier was sein. Sonst wäre hier nichts. Wäre hier nicht so eine große Werbung. Meine rote Flugkappe für was ist da oben rechts? Bitte, also es gibt hier glaube ich nichts, nicht wirklich was, glaube ich jetzt mal. Also nur die Flugkappe jetzt. Okay, dann haben wir das einfach wegen der Flugkappe gemacht. Passt eigentlich auch schon, das ist auch nichts Schlimmes. Jetzt wissen wir wenigstens, dass es hier eine für eine Flugkappe ist. Das ist nichts Schlimmes eigentlich. Das ist ja nicht ein cooler Weg für die Kappe. Ein Ticketstern wäre auch etwas geschenkt gewesen. Müsste ich auch so zugeben. Aber wir wollen natürlich immer Sterne haben, ne? Sterne sind immer Schockgesell. Aber dann bringt der Ding hier was. Und dann sage ich tschüss bis zum nächsten Part, meine Freunde. Wir waren hier stehen geblieben und ciao.